Juhu, da seid ihr ja schon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sandra Choc Unreleased. Um genauer zu sagen, Folge 5. Und ich habe auf jeden Fall nicht zu viel versprochen, denn diese Folge wird genauso wie alle anderen anders. Als ich mit Social Media begann, hatte mein Herz eigentlich schon längst für das Thema Shootings geschlagen, denn damit habe ich im Alter von 14 Jahren angefangen und natürlich meine allerersten Erfahrungen gemacht. Ich habe mit sämtlichen Fotografen und Fotografinnen geshootet, sehr, sehr viele tolle Bilder gemacht und dadurch natürlich auch meine allerersten Erfahrungen in der Modelbranche machen können. Aber ich habe vor allen Dingen eins gefunden, und zwar meinen absoluten Teamplayer und Teampartner, der eben auch so für einzigartige Fotos und für kreative Dinge brannte wie ich, um Fotos zu machen, die nicht nur einzigartig sind, sondern vielleicht auch gar nicht so easy nachzumachen, wahre Kunst zu schaffen. Und diese Freundschaft, die besteht tatsächlich bis heute. Gemeinsam haben wir es geschafft, aus normalen Shootings, die, ich sag mal, in unserer Lieblingsstadt Hannover stattfanden, eben auch den Schritt in die weite Welt zu machen. Und so sind wir seit mehreren Jahren regelmäßig auf Shootingreise. In der letzten Zeit ein bisschen weniger, denn man muss sich natürlich auch mal um andere Dinge kümmern, aber wir haben natürlich unglaublich viele Erfahrungen, ganz, ganz tolle Impressionen und daraus eben richtig tolle Bilder schaffen können. Und wie das da so abgeht, das zeige ich euch jetzt, denn eins kann ich euch sagen, es ist ein absolutes Abenteuer und jedes Mal die Jagd nach dem besten Wetter, die Jagd um die besten Locations und natürlich auch die Jagd um die Zeit. Machen wir weiter im Programm, ne? Aus dem Bikini wurde bisher nichts, aber jetzt endlich. Ich frage mich gerade, wie er da runtergekommen ist, denn diese Location ist der absolute Hammer. Guck ich das an? Wir sind vorsichtig, aber hier. Das ist krass. Am liebsten sofort da unten hin, ab ins Wasser, da kommt ein bisschen Sonne. Und das Schönste, hier unten, da ist ein kleiner, mini-kleiner Wasserfall. Da hat er sich gerade die Hände gewaschen. Und wow, wenn wir es da hinschaffen. Ich glaube, man kann mir ansehen, ich bin voller Sand, voller Glitzer und keine Ahnung, was. Das war jetzt der allerletzte Spot. Es ist langsam auch mega dunkel. Der Mond leuchtet schon, die ersten Sterne am Himmel sind auch da. Zeit ein wenig auf Social Media gefolgt ist, den hat hoffentlich das Riviera-Feeling gepackt, denn natürlich war ich in der letzten Zeit ein wenig unterwegs, von Monaco über Cannes bis hin nach Italien, über Berg und Tal direkt ans Meer. Good morning! Wir sind jetzt gerade in der Nähe von Mailand, gestern Nacht hier gestrandet sozusagen, und haben dann
geschlafen und sind jetzt quasi wieder live on Tour auf der Route. Es geht los, es wartet auf jeden Fall noch ein bisschen Strecke auf uns und genau. So semi geklappt. Ich habe jetzt unten noch mal andere reingemacht, aber ich glaube, das geht. Hält ja eh nur so lange, bis wir am Meer sind und ich meine Haare dann eh wieder nass mache. Aber ja, der Look ist gut. Der Look ist gut. Good morning, Tag 3. Wir waren tatsächlich schon shooten, sind allerdings voll in den Regen geraten. Deswegen habe ich so strähnige Haare und das sieht eben nicht mehr ganz so schön aus. Ich habe für heute echt richtig tolle Locken gehabt, aber ich kann daran jetzt auch nichts mehr verändern. Tatsächlich ist schon alles eingepackt und ja, wir fahren jetzt auch erstmal los. Na, wer von euch ist denn auch so ein Reisefan wie ich? Eins kann ich euch sagen, das tropische Reisefeeling kann man auch optimal mitten in Hannover herstellen. Was, den glaubt mir nicht? Da wäre ich mir nicht so sicher. Schaut mal her. Die Mücken grüßen. Ich sag's euch, heute haben wir uns schon wieder eine absolute Katastrophe überlegt. Ich meine, ganz ehrlich, die Sonne scheint jeden Tag, nur heute nicht. Und jetzt muss ich mir das über mich ergehen lassen, ey. Es war so kalt.
die Mücken grüßen. Raus. Geht mal. Okay, kleines Update. Die Sonne war relativ schnell weg. Auf der Jagd danach, also haben wir nochmal eine neue Location gesucht. Haben jetzt eigentlich nicht so viel gefunden, aber trotzdem was anderes und was ausprobiert und es ist wirklich mega geworden. Leider mit dem gleichen Outfit, mit dem gleichen Look. Wir sind es ja gewohnt, mehrere Dinge durchzuschuten, aber egal, war auf jeden Fall was bei und jetzt ja, geht's ab. Das war's für heute, aber wir haben in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch eine Menge vor. Unabhängig von diesen kreativen Shootings hat das Leben natürlich noch viel, viel mehr zu bieten, vor allen Dingen in und um Hannover. Und genau aus diesem Grund durfte ich in den letzten Wochen natürlich wieder sehr, sehr viel erleben. Eine kleine Impression folgt jetzt. Hier kommt von Charichi über Festival, ja, ich würde sagen, eine blumige Aussicht. Wenn das nicht die absoluten Summer-Vibes sind, eins kann ich euch versprechen, die bleiben auf jeden Fall, vor allen Dingen in unserer Lieblingsstadt Hannover, denn da findet in den kommenden Wochen wieder eine Menge statt. Tragt euch das auf jeden Fall in den Kalender ein. Und was ihr noch eintragen solltet, wenn er schon aufgeschlagen ist, natürlich jeden vierten Freitag, denn da seht ihr um 21 Uhr Sandra Chock Unreleased. In diesem Sinne natürlich auch die nächste Folge. Ich verabschiede mich hiermit bei euch, aber das soll es ja noch nicht gewesen sein. Es folgen noch weitere Fun Facts über mich. Bis bald und vor allen Dingen bis zum nächsten Mal. Absolute News aus dem Haus Chock. Während die kleine Toskana-Pflanze ja, es leider nicht ganz so durch die Sonne geschafft hat, blüht unsere Rose, die wir zur Hochzeit erhalten haben, wirklich in höchster und bester Pracht. Vor allen Dingen auch in wunderschönen Farben. Und sie ist einfach riesig geworden. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf, sie jetzt hier zum allerersten Mal zu sehen. Fakt 2, im Rahmen von Shootingreisen war ich tatsächlich auch schon auf Aruba. Wir haben wundervolle Fotos gemacht und trotzdem muss ich euch ein wenig enttäuschen, denn diese Flamingos, die ja so typisch für die Insel sind, sind leider nicht direkt auf der Insel ansässig. Hier muss man tatsächlich noch eine andere Insel anfahren, ein wenig Geld in die Hand nehmen, um das einzigartige Erlebnis zu spüren und wahrnehmen zu können. Fakt 3. Im Rahmen meiner Hochzeit habe ich nicht zum allerersten Mal ein Brautkleid getragen. Ganz im Gegenteil, hier in Miami haben wir beispielsweise sehr, sehr viele durchgeshootet und auch das ein oder andere Teil vergessen. Da musste dann das Geschenkebad herhalten oder hier in der Algarve auch ein Kleid in voller Pracht.
Auf Shootingreisen oder auch im Urlaub, auf der Suche nach der besten Location, stoße ich meistens auf sehr, sehr krasse Lost Places. Das hier ist einer meiner Favoriten direkt auf Mallorca. Ich verrate hier an der Stelle natürlich nicht, wo dieser Place liegt, denn ich habe ihn schon mehrmals besucht. Fakt 5. Ein Rundflug über Hannover kann ich wirklich empfehlen. Das Ganze kann man über Wingly buchen. Ich habe das gemeinsam mit meinem Vater und meinem Bruder gemacht und wir hatten richtig viel Spaß. Fakt 6. In Vietnam gibt es einen Strand, der typisch für diese Seesterne ist. Ja, da muss ich natürlich hin. Eine Erfahrung fürs Leben.